Ja, also ganz, ganz spannend finde ich persönlich die Auswirkungen auf unser Nervensystem. Und auch um das sehr einfach zu machen für uns Laien, die zwei Bereiche unseres Nervensystems, der Parasympathikus und der Sympathikus, also das Nervensystem, was für die Aktivität zuständig ist, das ist der Sympathikus, das ermöglicht uns zu reagieren, aktiv zu sein, wegzulaufen oder anzugreifen. Und der Parasympathikus, der ermöglicht es uns zur Ruhe zu kommen, uns zu entspannen, zu regenerieren, uns zu heilen, schlafen zu können. Und die Atmung hat direkten Einfluss auf diese zwei Bereiche unseres Nervensystems, nämlich indem wir bei der Einatmung den Sympathikus, also die Aktivität stärken und bei der Ausatmung den Parasympathikus stärken. Und das heißt also, in der Natur kann man das sehen, dass wir ganz automatisch und unbewusst natürlich die jeweilige Atmung einsetzen, um uns in bestimmten Situationen verhalten zu können. Also beispielsweise, wenn wir uns erschrecken, also wenn die Gefahr besteht, dass uns was passiert, also ein Unfall zum Beispiel, dann erschrecken wir und dann halten wir den Atem an. Wir stauen also den Atem kurz, weil dann unser Sympathikus angeregt wird und unsere Aufmerksamkeit größer ist und wir deshalb besser reagieren können. Und oder wenn wir uns was merken wollen, zum Beispiel ein Buch, wenn du mal ein Buch liest, dann wirst du feststellen und wenn du mal darauf achtest, dass du automatisch den Atem anhältst, weil du, wenn du den Atem einatmest und anhältst, kannst du dir Sachen besser merken. Oder andersrum, du probierst es mal, du lest mal einen Text laut vor, also während der Ausatmung, und fragst dich dann, was hast du eigentlich gelesen? Dir wird viel weniger in Erinnerung bleiben. Und andersrum ist es so, dass wenn wir ausatmen, dann können wir uns besser entspannen, also den Parasympathikus besser aktivieren, wir können besser einschlafen, werden ruhiger. Und das sind natürlich zwei wichtige Bereiche jetzt heute gerade in unserer Lebenswelt. Den einen, die stehen ständig unter Strom, die sind ständig aktiv durch berufliche Anforderungen oder durch Stress in der Familie oder im Sozialen. Und die brauchen dringend den Ausgleich durch den Parasympathikus. Und dann sagt man, ja, heute Abend, da schaffe ich mir dann Ausgleich, da mache ich dann Sport. Alles super gut. Aber warum nicht jetzt in dieser Sekunde einen Ausgleich zu der stressigen Situation schaffen? Und das wäre zum Beispiel möglich, indem man einfach entspannt und länger ausatmet oder sogar den Atem enthält. Oder das andere Extrem, dass Leute den Hintern nicht mehr hochkriegen, weil sie keine Energie haben, schon morgens müde sind, aus dem Bett aufstehen und denken sich, oh Gott, wäre ich bloß liegen geblieben oder am liebsten würde ich wieder ins Bett gehen, aber eine Energie, dass ich nach draußen gehe, zur Arbeit, Freunde treffen, die habe ich schon überhaupt nicht. Und das heißt, dass der Sympathikus gestärkt werden muss. Und da können Einatmungsübungen ganz, ganz tolle Wirkungen erzielen, dass diese Leute auf einmal wieder in ihre Energie kommen. Also diese zwei Elemente der Atmung und die Einflüsse auf das Nervensystem finde ich im Moment, wenigstens für mich, wo ich auch toi 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 im Moment keine körperlichen Probleme habe, schon lange nicht mehr, besonders spannend, weil ich natürlich da mein Potenzial viel besser ausschöpfen kann. Also Konzentrationsfähigkeit, positiven Einfluss auf sympathisches und parasympathisches Nervensystem Ja. und überhaupt die Wachheit oder wie sagt man, geistige Klarheit. Ja, Ja. und Gedächtnis ist zum Gedächtnis. Beispiel auch eine Geschichte, dass wir uns Sachen besser merken können, aber auch vor allem, dass wir uns besser konzentrieren können. Das steht natürlich an allererster Stelle, dass wir aufmerksam sein können. Das ist ein ganz wichtiges Element. Viele Menschen fällt es wahnsinnig schwer, aufmerksam zu sein. Und das können wir fördern durch die Atmung und insbesondere durch die Einatmung. Ja. Ja, genau. Wir kommen ja dann im Praxisteil nochmal mehr auf die einzelnen Atemübungen und deren Funktionen zu sprechen. Ich würde es gerne nochmal ganz kurz veranschaulichen, hier mit einem anderen Bild mal, wie die Atmung so abläuft.